Bist du ready? Ja, du. Es ist auf jeden Fall extrem wichtig, dass meine Eltern dieses Video nicht sehen. Also wenn jetzt gerade meine Eltern eingeschaltet haben, ich erzähle euch die ganzen Storys irgendwann mal persönlich. Mama und Papa, ihr wisst Bescheid. Euch betrifft das auch. Tschüss. Also Leute, für euch hier gerade als Hintergrund, es gibt so viele Videos auf YouTube, die sind so Girls Talk Videos, die wir uns auch gerne natürlich angucken in unserer Freizeit. Aber wir haben uns gedacht, wir haben irgendwie mal Bock, also quasi einen Boys Talk zu machen, so aus Jungs Sicht. Das Lustige ist auch, wir diskutieren ja oft oder viel über solche Themen, was wir eigentlich so jetzt eigentlich besprechen wollen. Warum das Ganze nicht einfach in ein Format verpacken, sondern in ein Video? Kann ja interessant auch für euch sein. Und es passt eigentlich auf keinen Kanal besser als auf diesen hier. Ich habe schon so viele Videos zu diesen Themen gemacht. Deswegen haben wir gedacht, einfach, wir sprechen ganz offen über so ein paar Dinge. Ich habe vorher bei Instagram gefragt, ihr habt super viele Themenvorschläge gemacht. Das heute ist nur ein kleiner Abriss davon quasi. Ihr könnt super gerne auch Themenvorschläge in die Kommentare schreiben. Könnt aber auch zu den ganzen Sachen einfach mitkommentieren und so. Ich bin sehr gespannt, was ihr alles so schreibt. Ich glaube, das kann auch für Mädchen interessant sein. Absolut. Also nicht nur für Jungs, nicht nur, dass ihr denkt, Boys Talk nur für Jungs, absolut auch für Mädels. Die Sicht einfach, damit ihr auch seht, wie wir denken über gewisse Situationen, wo ihr vielleicht noch ungewiss seid oder noch gar nicht wisst, was passiert eigentlich in den Köpfen von den Boys. Das erste Thema ist, normalerweise erzähle ich solche Sachen einfach nur so, ne, halt so Freunden oder so, wenn man so abhängt. Aber im Grunde, ich habe vorher ein bisschen drüber nachgedacht und eigentlich ist es nicht schlimm, wenn man die Sachen so auch, also das sind einfach Sachen, die erlebt man so. Ja, ich meine, Lauf des Lebens, ne? Das erste ist nämlich auch direkt unser erstes Mal. Hattest du schon dein erstes Mal? Ich hatte tatsächlich schon das erste Mal hinter mir, ja, genau. Bei dir? Mit welchem Alter war das bei dir? Ich hatte mein erstes Mal mit 18. Ich bin aus einem Freundeskreis gekommen, wo die meisten in meinem Alter tatsächlich noch nicht ihr erstes Mal hatten, so. Ja. Also wir waren alle so ein 18, 19er Freundeskreis fürs erste Mal, so. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Ah, krass. Bei uns war es tatsächlich 16, so. Ich war auch tatsächlich 16 und die meisten waren so in diesem Kreis. Ich glaube, das ist auch heutzutage so etwa in dem Bereich. Ich glaube auch, also ich war, theoretisch war ich, glaube ich, sogar relativ spät dran, wobei das jetzt nicht als Druck gemeint ist, weil ich kenne auch Leute, die sind auch bis heute noch irgendwie Mitte 20 und haben noch nicht ihr erstes Mal gehabt. Ist auch nicht schlimm so. Aber es hat sich bei mir vorher nicht ergeben, weil ich nie mit Mädchen abgehangen hatte. Irgendwie so. Okay, nur mit Boys abgehangen. Ja, ich hatte halt so meine Freunde, also wir haben mega viel gezockt und so voll viel einfach am PC gemacht. Und dann so, ich war nie auf Partys. Warst du früher schon, hast du das erste Mal Alkohol getrunken? Alkohol hat bei mir extrem lange gedauert. Weil das, ohne Scheiß, das, aber das korreliert so. Also bei vielen Leuten fängt das beides, ist es ungefähr so ein ähnliches Alter. Ja, also bei uns war es tatsächlich so, also ich habe lange Fußball gespielt und da war Alkohol eh nicht so ein großes Thema. Ja. Das hat dann erst so circa mit 17, 18 wirklich angefangen. Okay, das heißt, also du hattest nüchtern dein erstes Mal? Ja. Ich nicht. Ich war komplett so. Da bin ich jetzt gespannt, wie das Ganze abgelaufen ist. Also mit 18? Genau, also bei mir, ich möchte nicht zu tief in diese Materie reingehen. Ich habe eben, als ich überlegt habe, wenn wir unsere Story über das erste Mal erzählen, habe ich darüber nachgedacht, ich weiß gerade nicht, ob das Mädchen damals eigentlich wusste, dass das mein erstes Mal. Ich habe ihr auf jeden Fall erzählt, so. Ich habe ihr damals auf jeden Fall erzählt, so, dass ich schon voll oft Sex hatte. Und das, doch, ich habe mir nicht getraut, das zu sagen. Nein. Weil sie wusste das nicht. War es auch ihr erstes Mal? Nee, deswegen ja. Deswegen war es mir irgendwie, ich weiß nicht, ist natürlich Quatsch, so. Man kann das natürlich ehrlich sagen, aber es war mir irgendwie immer unangenehm. So. Ich hab... Cool, dass du das gerade ansprichst. Ich glaube, ganz vielen Leuten ist es sehr unangenehm, zuzugeben, dass sie noch nie ihr erstes Mal hatten. Ich finde das genau im Gegenteil. Das ist völlig okay. Das ist auch völlig cool, wenn man noch nie sein erstes Mal hatte. Ja. Aber steht dazu. Also man muss nicht, natürlich nicht raushauen oder so, aber ich meine, steht dazu. Man muss nicht sagen, hey, ich bin Jungfrau, alles gut? So, ja, halt so. Aber so, ja, wie er es zum Beispiel gemacht hat, einfach mal kurz erzählen. Ich hatte schon x-mal kurz Erfahrung gesammelt. Ich bin über der Pro. Ich finde das cool. Weil, guck mal, der Plotwist, also bei mir war es in so einem Party-Kontext, ist es passiert. Ja, also es war so ein Party-Kontext und dann habe ich ein Mädel in dieser Zeit kennengelernt. Und es war dann aber auch auf einer Party quasi, wo es dann dazu gekommen ist, dass wir gesagt haben, hey, wollen wir es jetzt machen so? Also es war nicht auf der Party, aber wir sind dann quasi nach Hause gegangen. Also mein offizielles erstes Mal war nicht wirklich mein erstes Mal, weil, das ist jetzt der nächste Plot-Twist, ich habe einfach keinen Hoch bekommen. Ich war so aufgeregt, also ich habe mir jahrelang vorher schon ausgemalt, wie es sein würde und ich habe es einfach nicht gepackt in dem Moment so. Und dann haben wir es irgendwann tatsächlich abgebrochen. Also du musst mir das, sorry, du musst jetzt einmal kurz ins Detail gehen. War er drin? Also, er hat es versucht. Aber ich sag mal, das war die Mischung aus Aufregung und auch zu viel Alkohol. Und ich dachte, Alkohol, durch den Alkohol wird das alles easy und so, aber irgendwann ist es so ein Punkt, es ist einfach zu viel. Also war es einfach nur kurz planschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir heute ist, aber also bei mir ist es heute noch so, wenn ich zu sufft bin, dann geht es einfach nicht mehr. Ja klar, man muss auch wenn ich nicht sufft bin. Das kann auch immer mal passieren. Ja, so. Ja. Kann auch passieren. Ne? Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es dann danach am Abend nochmal versucht und da hat es dann auch funktioniert, da habe ich dann weniger getrunken. Okay. Und da war es dann auch okay tatsächlich. Also es war so ein normales erstes Mal, glaube ich, einfach. Bin ich gekommen, aber
es war so. Auf eine Party, war das im Ausland oder war das zu Hause? Es war im Ausland. Ja? Ja, aber es war, okay, es war ein deutsches Mädchen. Okay, alles klar. Ja. Was bei dir so? Bei uns war es auch eine Party. Wir waren auf eine Party. Das war, also da, wo ich herkomme, in der Umgebung gibt es immer so Dorfpartys, aber die gehen und was. Ihr kennt, ich glaube, die meisten kennen das, die auch vom Land kommen. Also Dorfpartys gehen unglaublich ab, weißt du, in einer Halle, Turnhalle, Sporthalle von der Schule. Und da war dann so eine Riesenparty und das Mädchen, ich kannte es schon, seit klein auf eigentlich. Und wir hatten nie irgendwie ein Auge füreinander, also wir kannten uns einfach und gut ist. Ja. Und bei der Party haben wir uns eigentlich einfach sehr gut verstanden. Also sie hat gearbeitet, stimmt. Und ich war halt überhaupt nicht, ich habe gar nichts getrunken eigentlich. Aber wir hatten trotzdem unseren Spaß. Kann man auch so. Dann hat es irgendwie ergeben, dass wir gesagt haben, ja, ich schlaf bei ihr heute Nacht. Weil ich hatte dann auch ein bisschen längeren Heimweg. Und dann hat sie gemeint, ja, schlaf bei mir heute Abend. Wusstest du in dem Moment, dass es darauf hinauslaufen könnte? Nee, überhaupt nicht. Okay, das war also nicht so dein Plan. Also, in dem Moment nicht. Und als ich dann meinen Freunden so erzählt habe, yo, ich schlaf dann bei ihr. Ich meine, die Freunde, also einer auf jeden Fall, Grüße gehen raus, er weiß, wen ich meine. Er meinte dann auf jeden Fall, ja, jetzt ist klar, was passiert. Ne? Und ab dem Moment habe ich so drüber nachgedacht, oh shit, fuck, das könnte tatsächlich das erste Mal werden. Ne? Ja, ja, ja. Und so auf dem Weg zu ihr, doch, da war schon der Hintergedanke, es kommt dazu. Habt ihr verhütet? Ja. Okay, ja. Du? Wir haben es auch gemacht, ja. Ist auch hast gut so. Du verhütet oder hat sie verhütet? Nein, wir haben Kondom benutzt. Kondom benutzt, ja, wir auch. Ja. Nee, ist auch wichtig, auf jeden Fall. Ja. Wie war es für dich so? Ja, also ich würde jetzt, die meisten sagen ja, es war nicht gut das erste Mal. Ich fand, also wenn ich es zu jetzt vergleiche, natürlich ist kein Vergleich, aber es war jetzt auch nicht irgendwie schlecht, also... Ja. Es war so okay, weißt du, es ist passiert und ja. Es war aber bei dir auch nicht so, dass du jetzt irgendwie absolut gefailt hast an der Stelle. Also habe ich auch jetzt nicht, aber dass du irgendwie so, wo muss das rein, so. Nee, in dem Moment nicht, aber es gab eine Geschichte vorher. Kannst du einfach erzählen, Digga. Es gab eine Geschichte vorher, wo wir das auch einmal ausprobiert haben. Also das war eine andere. Also unter euch Freunden, ihr habt es ausprobiert. Ja, klar. Tommy, kannst du einmal kurz deine Hose ausziehen? Wir würden gerne einmal was ausprobieren. Wo muss der rein? Wir haben es einmal ausprobiert und es ist jetzt ein bisschen peinlich, aber da war es so nicht ganz safe. So, okay. Wo geht der jetzt rein? Ja, es ist das erste Mal. Ist man schon ein bisschen hektisch. Klar. Und nervös. Und das hat damals auch nicht wirklich geklappt. Aber dann, als wirklich das erste Mal funktioniert hat, war alles okay, ja. Wir haben es hinter uns gebracht. So, wenn ihr irgendwelche Storys zu eurem ersten Mal, könnt ihr die auch gerne mal unten reinschreiben in die Kommentare. So, ist ja anonym. Jeder hat so seine eigene Story dazu. Ich glaube, bei Mädchen ist mehr so der Struggle, die haben Angst, dass es wehtun könnte. Ja. Und bei Jungs, ich glaube einfach, ist auch generell auch natürlich Aufregung und so, ne? Bei ihr war es übrigens auch das erste Mal. Also okay. Von dem her war es so, ja. Von beiden Seiten eigentlich etwas angespannt, aber von beiden Seiten so, es ist okay, weißt du, es kann jetzt passieren. Ja. Also, ja, das ist gut natürlich, ja. Das ist gut. So, die nächste Frage, die uns gestellt wurde, war, ob Jungs viel über das Thema Sex reden. Also, ja schon, aber ich würde behaupten, es ist nicht mehr, als es auch Mädchen tun. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Mädchen und Frauen auch super viel darüber reden. So. Und der Austausch macht ja auch Spaß und ist ja auch wichtig. Ja, definitiv. Ich habe auch immer so gedacht, so Mädchen, die sprechen auch gar nicht darüber, aber ich weiß, dass es nicht so ist. Ich weiß genau, dass es nicht so ist, von sehr vertrauten Quellen auch. Aber Jungs, also doch, wir sprechen schon viel. Ja, das Spannende daran finde ich ja, und deswegen wollten wir das hier auch mal machen. Und wie gesagt, ihr könnt super gerne auch mal Feedback dazu reinschreiben, aber auf YouTube, ich habe wirklich super oft eben diese Girls Talk Videos gesehen, wo dann über Menstruation geredet wird und deren erstes Mal und alles Mögliche. Und ich habe aber noch nie einen Boys Talk gesehen oder einen Jungs Talk oder wie auch immer man das jetzt nennt, so, wo das mal öffentlich so darüber gesprochen wird. Ich finde das irgendwie voll spannend. Ja. Ja. Frage beantwortet, ja, wir reden schon relativ viel über Sex. Aber, und das will ich ganz kurz dazu sagen, es gibt genauso viele witzige Runden, wo, glaube ich, so Mädchen immer denken, so, ah, die Jungs gerade drüben im Raum, die labern bestimmt jetzt gerade über unsere Ärsche und Titten und so. Und dann in Wirklichkeit reden wir über so, wir können genauso gut auch über Gefühle reden, also über so Gefühlsscheiße und so, über emotionale Dinge oder einfach irgendein Quatsch, der da gerade gar nichts damit zu tun hat. Also auf jeden Fall nicht so, dass wir immer nur auf das eine fokussiert sind. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wobei, das ist auch wieder ein bisschen situationsbedingt. Ne? Ja, also nicht alle, also bei uns ist es zumindest nicht so. Also wir reden auch gerne mal über Gefühle. Wir haben, glaube ich, eine Session jetzt hinter uns. Wir haben, glaube ich, 2 oder 3 Liebesfilme hintereinander geguckt auf dieser Couch da hinten und am Ende immer Tränen in den Augen. Nebeneinander geweint. Wir haben nebeneinander geweint. Also diese Filme sind mies deep, Alter. Vor allem, wir sind beide Single und das fühlt sich, das ist nochmal mehr so ein Stich ins Herz, bis man sitzt da und schlussendlich sind wir miteinander in den Armen. Die nächste Frage, wie fühlt sich es an, bei Jungs zu... Wie fühlt es sich an, in Jungs zu kommen? Wie fühlt es sich für Jungs anzukommen? Das haben Mädchen gefragt. Wie kann man das beantworten? Ich glaube, ich würde anders anfangen. Ich würde so anfangen, dass früher, wenn man es noch nicht so kontrollieren konnte, weißt du, wenn man es nicht so kontrollieren konnte, also man merkt natürlich, als man, okay, scheiße, jetzt ist es gleich soweit, jetzt kommt es langsam. Und dann hat man meistens vielleicht noch so 4 Sekunden. Und in diesen 4 Sekunden, früher
vielleicht bei ein paar Männern immer noch, kommt man es halt überhaupt nicht zurück. Halt. Man konnte es nicht kontrollieren. Mhm. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es geht einfach. Also man kann es kontrollieren. Also ich habe mal gehört, dass der Orgasmus von Frauen stärker sein soll als von Männern. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ich kann so aus meiner Erfahrung sagen, dass es sich auch sehr geil anfühlt. So, ne? Aber was ich voll witzig finde, ist, während du merkst, egal ob es jetzt beim Sex ist oder bei Selbstbefriedigung, es wird halt immer, immer geiler so für einen. Ja. So diese letzten ein, zwei Minuten vorm Kommen, Alter, da sind die Gedanken und alles sind so dirty. Und dann, wenn man gekommen ist, ist das plötzlich immer instant weg. Ist alles instant weg. Du hast danach einfach gar keinen Bock mehr auf so viel Scheiße, den du gedacht hast. Du denkst dir danach immer so, was habe ich getan? Ah, man denkt, genau, man denkt sich drüber nach, ey, an was habe ich gedacht? Oder ja, wenn man halt, man muss es auch erwähnen, wenn man halt mal mit jemandem schreibt, wenn man bei der Selbstbefriedigung ist und man schreibt halt in der Zeit gerade mit jemand, dann ist man gekommen und dann denkt man sich, holy shit, nein, was habe ich geschrieben? So, ist, ja, fuck. Ist 100%. Was ich, also ich sag mal, bei mir ist es so, zum Beispiel nach dem Sex habe ich schon Bock, also für mich jetzt kein Problem noch so, wenn ich jetzt irgendwie in einer Beziehung oder so mit einem Mädchen bin, so danach zu kuscheln, ist okay so. Auch, also fühlt sich geil an. Aber es ist oft so, dass ich danach auf jeden Fall keinen Bock hätte, jetzt noch eine zweite Runde zu machen, weil das Gefühl oft dann weg ist so danach. Also dass diese so horny zu sein, ist dann oft dann relativ schnell weg. Aber ich finde das auch noch interessant. Du hast es ja auch schon mir öfters gesagt, dass für dich ist es okay, danach so zu kuscheln und so weiter. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da irgendwie so Schwierigkeit damit. Also bei meiner Ex-Freundin war es so gar kein Problem, noch zu kuscheln, weil du bist einfach mit Emotionen verbunden dahinter auch. Aber irgendwie, bei mir ist es tatsächlich nicht so, dass ich danach gerne kuschel. Bei so Randoms jetzt bei mir auch nicht. Ja. Also weißt du, wenn es jetzt so keine Bindung gibt, dann ist es auch... Es muss eine Bindung geben auf jeden Fall. Die meisten Mädels sagen ja, sie wollen unbedingt danach kuscheln, weil sie wollen nicht einfach das Gefühl haben, jetzt das abgeschlossen zu haben und gut ist und fertig. Das ist bei mir auch so. Ich möchte aber nicht. Ich habe bei letztens bei TikTok, habe ich so irgendwie, aber bei meinem TikTok-Feed ist eh voll für den Arsch und so, wurde ich letztens so richtig geflamed. Also nicht ich persönlich, aber so irgendwie hat eine so geschrieben, so ja, alle Jungs, die nach dem Sex kuscheln wollen und so, keine Ahnung, ihr seid das Mädchen oder so, habe ich gedacht so, nein. Okay, nein, so ist es. Aber ich mag das doch. Kuscheln an sich finde ich schön. Ich mag es auch. Ich mag wirklich. Ich mag kuscheln. Aber in dem Moment... Dann ist es unterschiedlich scheinbar. Muss man erstmal kurz ins Badezimmer und den Rest bereinigen und... Achso, das mache ich halt nicht. Ich tue es auch nicht. Ich weiß. Okay, nächstes Thema, Intimrasur bei Jungs. Sein muss. Wie ist, was meinst du, sein muss? Muss rasiert sein. Du erwartest es von anderen Jungs? Du willst es von dir so selber? Ja, klar. Also, ja, absolut. Also, ich würde mich total unwohl fühlen. Seit ich damit angefangen habe, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht so 15 oder 16, was witzig ist, weil ich habe das... Zwei lange. Nein. Aber ich habe das quasi so viel früher damit angefangen, bevor ich irgendwelche sexuelle Interaktionen mit irgendwem hatte. Ich habe mich immer vorbereitet. Ich war schon viele Jahre vorbereitet dafür. Aber seitdem habe ich nicht aufgehört so. Also, beziehungsweise habe ich noch nie irgendwie so einen, keiner gigantischen Busch gehabt oder so. Manchmal lässt man es ein bisschen so schleifen, so über ein, zwei Wochen vielleicht, aber... Ja, aber an sich muss schon rasiert sein, also muss schon gepflegt sein, ja. Also, kurz nur sagen, nur aus unserer Erfahrung gerade Sachen, also es muss jetzt nicht für euch gelten, ne? Also wenn ihr, fühlt euch von keinen Sachen, die wir hier sagen, unter Druck gesetzt oder so. Oder wie macht man als junge Mädchen an? Ich finde das eine unglaublich geile Frage, weil es gibt so verschiedene Situationen, also ich bin immer der Meinung, wenn, also nehmen wir jetzt zum Beispiel das Szenario, wir sind in einem Club, wir gehen feiern, kenne ich das selbst von anderen Jungs, sie fühlen sich immer unter Druck gesetzt, ich muss heute Abend ein Mädchen klar machen und ich will unbedingt. Man hat doch immer so einen im Freundeskreis, der immer so horny as fuck ist und immer alle Mädchen an. Du denkst immer so, Bro. Totaler Angriff, all in. Aber ich bin auch der Meinung, zum einen zieht es einfach nicht. Zum zweiten würde es mein Selbstwertgefühl total runterziehen, wenn ich 90% immer nur Körbe bekomme. Und deswegen, ich finde, der beste Weg, um eine Frau anzumachen, finde ich, zuerst mal einfach mit seinen Jungs einen geilen Abend verbringen. Einfach mit den Jungs komplett abfeiern und alles andere ist egal, weil in dem Moment, wenn du mit deinen Jungs cool unterwegs bist, dann sehen das auch die Leute von außen, außenstehende Leute. Die Frauen finden das viel attraktiver, wenn die Jungs untereinander cool sind und es passiert dann wie automatisch. Die Mädels kommen vielleicht dazu oder du lädst mal ohne Druck einfach eine Frau mal kurz ein oder eine Gruppe Frauen. Ich glaube auch so, also dieses aktiv auf Leute zugehen und so, das kann manchmal schon ein bisschen zu offensive sein so und dann ist es nicht mehr so attraktiv, glaube ich. Aber klar, es gibt ja auch, also ne, das jetzt auf Clubs bezogen oder so, aber das kann man glaube ich auch übertragen auf Chats und alles. Also man sollte niemanden jetzt mit Nachrichten penetrieren, funktioniert nicht so gut einfach. Aber ich glaube, was bei dir glaube ich gut zieht, also ich kann ja schon so sagen, du bist ja schon, also wenn man uns beide vergleicht, bist du ja schon der etwas größere Stecher, so kann man ja ehrlicherweise sagen. Ist als Kompliment gemeint jetzt. Danke, natürlich. Bei dir ist es ja so, wenn ich das nicht so beobachte,
beobachtet habe, aber das habe ich ja schon öfter mal, dann ist es bei dir ja einfach so deine natürliche Art. Also einfach so, du bist halt, wie du bist so charmant, lustig und aber einfach so ehrlich irgendwie. Du machst dich nicht groß vor anderen, du machst dich andere runter irgendwie. Es ist so, wenn ich mit Typen abhänge, die plötzlich so die anderen Typen runter machen, damit die bei den Mädchen gut dastehen, Junge, das macht mich so aggressiv. Das ist auch umgekehrt, also wenn Frauen das untereinander machen, wenn sie andere Frauen runter machen, das ist etwas vom Abturnendsten, was es für mich persönlich überhaupt gibt. Das macht mich auch unglaublich aggressiv. Und deswegen meine ich auch, verstell dich nicht, weißt du? Du musst dich ja nicht verstellen, weil, sagen wir mal, das Mädel, das du willst, das soll schlussendlich dich kriegen, nicht eine andere Person, die du gerade bist in dem Moment. Also, warum sollst du dich verstellen? Ansonsten geht einfach alles gechillt an. Setzt euch nicht für irgendwas unter Druck oder so. Die eine Frage war so, eher kleine oder eher große Mädchen? Das ist eine voll dumme Frage, finde ich eigentlich. Weil das ist so unterschiedlich. Kann man eigentlich nicht verallgemeinern. Man passt es sicherlich immer so ein bisschen an die eigene Körpergröße an. Das kann man nicht leugnen, glaube ich. Also ich glaube, wenn man ein etwas kleinerer Typ ist, dann ist es wahrscheinlicher, auch nicht ausgeschlossen, dass man dann große Mädchen datet. Aber es ist, glaube ich, schon im Allgemeinen, wenn man das jetzt pauschalisiert, schon eher so, wenn man als Junge kleiner ist, dann findet man natürlich auch Mädchen, die in einer ähnlichen Größe sind oder was kleiner sind, ein bisschen attraktiver. Aber das muss auch nicht so sein. Also zum Beispiel meine erste Beziehung, die ich hatte, war mit einer, die war, glaube ich, 1,83 groß oder so, was ja echt groß ist für ein Mädchen. So. Du bist 1,88, ja. Ja. Also es stimmt schon, was du sagst. Bei mir ist es halt tatsächlich so, ich bin etwas kleiner, also ich bin 1,77. Jetzt auch nicht sehr klein, aber schon etwas kleiner als der Durchschnitt. Bei mir ist es schon halt eher die kleineren Frauen, die jetzt für mich als im ersten Moment so den Eindruck erschaffen, aber das heißt auch nicht, dass jetzt größere Frauen, die gleich groß sind wie ich oder vielleicht sogar ein bisschen größer, dass es einfach heißt, nee, auf gar keinen Fall. Also ja, überhaupt nicht. Und das Schlimmste an der Sache ist, es kann ja auch niemand irgendwas für seine Körpergröße. Also es bringt nichts, sich irgendwie darüber Gedanken zu machen oder so. Deswegen chillt und ob ein Mädchen klein oder groß ist, ob ein Junge klein oder groß ist, ist voll scheißegal. Ein Thema noch ganz spannend, ab wann fängt man als Junge eigentlich an zu wichsen? Weißt du noch, wann das bei dir war? Ich wüsste es gerade echt nicht. Ich kann es gerade nicht. Also ich vermute mal, dass es so 13 war. Ja, Sam, ich glaube auch. Bei mir war es 13, 14 so. Also ich könnte es jetzt gerade nicht sagen, wann das war, aber ich vermute mal, es war es in die Richtung. Ja. Bei Frauen ist es ja ein bisschen früher, glaube ich. Ne? Also so viel ich gehört habe. Kann sein, aber ich weiß es gar nicht genau. Ja, boah, ist voll schwierig. Das ist voll die spannende Frage. Weißt du noch dein erstes Mal? Also ich weiß es noch. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, ja. Ich habe keine Ahnung, wie alt ich war, aber ich kann mich gut daran erinnern. Ich kann mich auch gut daran erinnern. Ja? Wie bist du dazu gekommen, das einfach zu machen? Also wie kamst du darauf? Ich hatte mal von meinem großen Bruder so ein Playboy-Heft bekommen damals, weißt du? Ja, das Playboy-Heft. Er ist natürlich schön durchgeguckt. Die eine und andere Seite hat schon geklebt. Von meinem Bruder, danke Simon. Liebe Grüße gehen raus. Nein, ich habe mir halt das Zeug angeguckt und ich glaube, dann haben wir mal so die erste Erfahrung und so, boah, da tut sich was und so. Man probiert es dann einfach aus, ne? Und, aber war das bei dir, also bei dir ist auch noch nichts rausgekommen? Ich war noch, und das Lustige ist, es war so, es ging so los, ich habe das so von Klassenkameraden gehört oder so Leuten aus meinem Umkreis, dass sie das jetzt machen. Und dann habe ich mich so zu Hause hingesetzt. Boah, ich schwöre, bitte, hoffe, meine Eltern kommen nicht zu. Ich habe mich wirklich so hingesetzt und Zimmer zugeschlossen und habe gesagt, jetzt werde ich das mal ausprobieren. Und dann habe ich so, ja, so, wie das halt funktioniert, so gemacht. Und dann habe ich so, während das so gemerkt, habe ich so gedacht, also ich habe gedacht, so holy shit. So, während ich dachte, was passiert hier gerade? Und dann bin ich auch gekommen sogar, aber es war, also ich bin nicht richtig gekommen. Ich war einfach so. Ja, so alles zieht sich rein. Ja, genau. Alles zieht sich rein, es kommt zwar nicht raus. Ja, ja. Wie lange hat es bei dir da gedauert, bis das erste Mal was rausgekommen? Ich vermute, ich habe ungefähr mit 13 das erste Mal das gemacht und mit 14 ungefähr habe ich dann so... Kommt hin. Hat nicht so lange gedauert dann. Eigentlich, spannend. Ich war voll stolz, dass das erste Mal was rausgekommen ist. Also Foto machen, Mutter zeigen. Ja. Das war die erste Runde, die wir Boys Talk gemacht haben. Wir wären echt happy, wenn ihr irgendwas kommentieren würdet, so damit das Video nicht einfach so weird nur da steht und es Leute sich angeguckt haben, sondern kommentiert super gerne was. Und sagt vor allem mal, ob wir noch eine Runde machen sollen, weil ich kann euch versprechen, das war ein Hundertstel von den Fragen, die wir bekommen haben. Wir können so viele Stories eigentlich erzählen. Es gehen so viele Sachen, ja. Deswegen sagt super gerne mal, ob ihr Bock auf noch einen Teil habt. Schaut unbedingt auch bei Loris vorbei. Ich verlinke deine Social Media Konten mal unten in der Beschreibung. Ja, das war's von uns. Cool. Macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao. Ciao.